Ja, dieses Jahr ist ja ein Jahr, in dem man immer mal wieder zurückblickt. 60 Jahre Bundesrepublik, 20 Jahre Mauerfall, also Anlässe gibt es einige. In unserer Serie Wir sind das Volk schauen wir immer mal wieder auf das Jahr 1989. Und das machen wir auch heute. Und da steht das Aufnahmelager in Gießen im Mittelpunkt. Vor 20 Jahren ging das Ehepaar Lessig schon einmal durch diese Pforte. Ins Notaufnahmelager Gießen, ihrer ersten Station auf der Flucht aus der DDR. Heute kehren sie an diesen Ort zurück und das mit gemischten Gefühlen. Ein bisschen beklemmend. Also ein gewisser Druck liegt. Es drückt ein bisschen auf den Magen und man fühlt sich ein bisschen komisch. Nach so langer Zeit einfach noch mal zu schauen. Und es hat sich eigentlich räumlich und gebäudemäßig überhaupt nichts verändert. Verändert haben sich die Bewohner. Heute wohnen hier ca. 250 Asylsuchende aus aller Welt. Vor 20 Jahren kamen hier pro Tag bis zu 1000 DDR-Flüchtlinge an. Die Ausreisewelle begann damit, dass die DDR unliebsame Staatsbürger ziehen ließ. So wie Familie Lessig. 3 Jahre hatten sie zuvor auf ihre Ausreise gewartet. Jeder, der hier war, obwohl er nicht wusste, wo er morgen wohnt oder übermorgen hinkommt, hatte diese Aufbruchstimmung. Aufbruch. Im August und September 1989 flüchteten dann Tausende über die gelockerten Grenzen der Nachbarländer. Alle mussten sie zuerst nach Gießen, um sich hier registrieren zu lassen. Heinz Dörr war damals Leiter des Aufnahmelagers. Er erinnert sich gut. Wie muss man sich das vorstellen? Bis wohin reichte die Schlange? Ach, die Schlange ging eigentlich bis ganz nach vorn. Wenn Sie da oben sehen, Sie jetzt diese Tankstelle. Bis dorthin ging die Schlange. Das war auch nicht in einer Reihe, sondern die standen in Dreier- oder Viererreihen hier. Gießen war eigentlich ein Synonym für Freiheit für die Leute in der DDR. Und man wusste, wenn man aus der DDR in die Bundesrepublik kommt, muss man nach Gießen, um sich dem Aufnahmeverfahren unterziehen. Stundenlanges Schlangenstehen, überfüllte Flure und Zimmer. Bis auf einen Koffer ließen die Flüchtlinge alles in der DDR zurück. Trotzdem, oder gerade deshalb, war der Zusammenhalt groß. Menschen, die wir nie in unserem Leben gesehen haben, hatten wir ein Gefühl, dass man sich doch schon sehr, sehr lange kennt. Vielleicht aus der Tatsache heraus, dass man die gleichen Ziele hatte, die gleichen Bedürfnisse. Ihr Ziel war es, in Freiheit zu leben. Ehepaar Lessig gelang es erfolgreich, im Westen Fuß zu fassen. Fast 20 Jahre nach dem Mauerfall verbinden sie mit dem Aufnahmelager Gießen immer noch den Aufbruch in eine bessere Zukunft.